Oida, was geht ab Leute, Team Bubble hier. Heute mit einem Review zu den Cosmo Monstern, Cosmo Team Deck. Und zwar ist es neues TCG Exclusive, also nur für uns. Und es wurde gerade bekannt gegeben, dass eine davon Ultra Rare ist, die andere ist Super Rare. Also Farm Girl ist Ultra Rare, die ist auch relativ gut. Zu der kommen wir gleich. Damit hebt sich Cosmos schon mal von den UAs ab, dadurch, dass sie halt ein bisschen wertvoller sind, ein bisschen teurer. Denke ich mal, haben die mehr Potenzial, mehr Zukunft als die UAs. Sind dann eher so mit Burning Abyss zu vergleichen. Und von dem, was ich bisher gehört habe, sollen die echt nicht schlecht sein, haben auf jeden Fall Potenzial. Haben halt erst 4 Monster und eine Spielfeldzauberkarte. Deswegen können die noch nicht so viel, aber haben auf jeden Fall Potenzial, so wie ich es gehört habe. Shoutout an Tati, der sie dem Team empfohlen hat. Also fangen wir mal an mit Cosmo Goodrich. Die ist halt Licht und Psychic. Also die Cosmos sind alle Licht bisher. 2 sind Psychic und 2 sind Maschine. Die ist halt Level 4, 1,8 ATK. Und sie hat den Effekt, dass du sie in deiner oder der gegnerischen Runde banishen kannst und dann ein Level 5 oder höher Cosmo Monster specialen kannst von deiner Hand. Klingt erstmal nicht so gut, der Effekt, aber ist sehr flexibel. Also man kann damit viele Sachen umgehen. Bisschen so wie Ritual Beast oder Wind Up Rabbit oder sowas. Also sehr schwer, die irgendwie zu zerstören. Die können halt immer Mirror Force, TT, Prison und Fiendish Chain umgehen. Und dann hat sie noch einen anderen Effekt. Einmal pro Runde kannst du 500 Lebenspunkte zahlen, ein offenes Monster vom Gegner wählen und es dann zubucken, was relativ nutzlos ist. Damit kann sie halt über ein paar Monster drüber laufen, aber nicht relevanter Effekt. Dann haben wir Cosmo Farm Girl. Die ist ziemlich gut, Level 3. Psychic, 1,5 ATK. Hat wieder diesen Effekt, dass sie sich banishen kann, um ein Cosmo-Monster auf seinen Hand zu specialen. Und zwar Level 4 oder höher. Und sie hat halt Level 3, sprich, die andere, die davor, kann Farm Girl nicht specialen. Es geht halt immer nur rauf, nicht runter. Und wenn sie dem Gegner Kampfschaden macht, kannst du 500 Lebenspunkte zahlen und eine Cosmo-Karte von deinem Deck auf die Hand holen. Also der Searcher des Decks, 1,5 ATK, also vergleichbar mit Denne. Außer, dass sie halt Kampfschaden machen muss, aber sehr gut trotzdem. Vor allem ist sie halt Psychic, Level 3. Super mit Teleporter, den man halt auch spielt. Dann kommen wir zu den zwei Boss-Monstern sozusagen. Da haben wir Cosmo Slip Rider. Level 5 Maschine, 2,3 ATK. Und wenn der normal oder spezial beschworen wird, kannst du eine Zauber oder Falle auf dem Feld zerstören. Und wenn er durch Kampf oder Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof geht, kannst du ihn aus dem Friedhof banishen und einen Level 4 oder niedriger Cosmo-Monster aus deinem Deck specialen. Also wie ihr sehen könnt, ist sehr schwer, die kleinen Level 3 und 4er Cosmo-Monster zu zerstören, weil sie sich einfach banishen können, um dann zum Beispiel die größeren zu specialen aus der Hand. Und wenn die großen dann sterben, dann kommen die kleinen halt wieder. Also immer so ein endlos Kreislauf, was schon mal nicht schlecht ist. Vor allem, wenn dann noch mehr Cosmo-Monster kommen. Dann haben wir als letztes von den Monstern Cosmo Forerunner. 7 Sterne, Maschine, 2,8 ATK. Der kann nicht durch gegnerische Karteneffekte gezielt werden. Und während jeder deiner Stempelphasen kriegst du 1000 Lebenspunkte. Ist nicht schlecht, der Effekt, weil Cosmos relativ viel Lebenspunkte zahlen durch ihre Effekte. Vor allem die Spielfeldzauberkarte, zu der wir gleich noch kommen. Und wenn er durch Kampf oder Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du ihn wieder aus dem Grave banishen. Dann kannst du sogar einen Level 6 oder niedriger Cosmo Monster aus dem Deck specialen. Also auch den Cosmo Slip Rider von davor. Also wie ihr sehen könnt, relativ gute Effekte. Und wenn man keine Eisenmauer hat, dann könnten die schon zu einem Problem werden. Dann kommen wir zu Cosmo Town, der Spielfeldzauberkarte. Zwar kannst du einmal pro Runde eins deiner gebanischten Cosmo Monster wählen und es zurück auf die Hand holen. Und du musst halt Lebenspunkte zahlen in Höhe der Sterne mal 100. Zweiter Effekt, du kannst eine beliebige Anzahl an Cosmo Monstern von deiner Hand vorzeigen, sie zurück ins Deck mischen und dann dieselbe Anzahl wieder ziehen, also für ein bisschen Konstanz. Tote Hände wieder reinmischen und dann neue Karten ziehen, neue Optionen. Und der dritte Effekt ist, wenn Cosmo Town zerstört wird, kannst du eine Cosmo-Karte von deinem Deck auf die Hand holen. Was nicht schlecht ist, sucht sich selber nochmal, falls sie zerstört wird. Also auf jeden Fall sehr, sehr starke Spielfeldzauberkarte. Ich nehme mal an, man kann auch Cosmo Town-Effekt aktivieren, die irgendwie zerstören. Nochmal Cosmo Town suchen und dann nochmal den Effekt aktivieren. Auf jeden Fall interessantes Themendeck, Cosmo. Ein Kumpel von mir wird sich auf jeden Fall bauen. Und dann, wenn er soweit ist, werden wir natürlich ein Deck-Profile mit ihm machen. Ansonsten war es das auch schon wieder. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von Cosmos haltet, wie ihr das Deck findet, ob ihr es spielen werdet,
ob es Meta wird, ob es das neue Burning Abyss ist. Könnt ihr alles gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten checkt unsere anderen Videos ab. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab. Und ciao.